Meine Frage wäre an dich, Bruder. Was würdest du sagen, wenn du eine Freundin hättest oder eine Frau, wenn der Todesengel kommt und fragt, entweder ich würde dein Leben nehmen oder Leben von deiner Frau. Was würdest du sagen? Was geht ab, liebe Freunde? Ja, Mann hier. Ja, Mann ist Discord. Ja, Mann ist überall. Ihr wisst Bescheid. So, heute. Erstmal vielen Dank. Hinter der Kamera, Repograf. Ich will sofort mit Repograf anfangen. Ich küsse dein Herz, Bruder. Herz. I love you. Tonight, Baby, abonniert meinen Bruder an der Stelle hier. Direkt hier an der Stelle. So. Ja, Mann. So. Jetzt kommen wir zu unserem neuen Format, liebe Freunde. Ich habe mir heute Abend mit Repograf zusammen, besser gesagt gestern Abend, uns überlegt, was machen wir. Lass uns doch morgen ein Video drehen. Dachten wir, auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid. So, heute sind wir wieder mal hier in Mannheim und drehen jetzt ein Video. Wir wollen heute Damen fragen und... Genau, wir wollen heute Damen fragen. Und zwar, wenn der Todesengel kommt und fragt, entweder ich werde jetzt ein Leben nehmen, entweder dein Leben oder dein Partner, ihr es zum Beispiel, oder dein Freund oder dein Ehemann, was würde die sagen? Das interessiert mich sehr, ehrlich gesagt. Ich hoffe, euch auch. Und ansonsten, vielen lieben Dank für die ganzen Supports. Wir werden immer größer und das freut uns. An der Stelle vielen lieben Dank. Und ich würde dann sagen, einfach so lange irgendwie drum zu reden, liebe Freunde, egal, das schneide ich eh sowieso nicht so rein. Ich würde dann sagen, einfach, wisst ihr was, let's go! Auf jeden Fall, liebe Freunde, wir haben schon die nächsten Kandidaten. Jawohl. Wir wollen die einmal erstmal kennenlernen. Marike, super, freut mich. Ich bin Wahlmannheimerin, ja. Okay. Sofort meinen Boyfriend opfern. Echt jetzt? Auf den drauf. Okay, warum? Es ist nie gut gegangen. So, man kann die ruhig opfern für sein eigenes Leben. Da siehst du, ne? Da seht ihr, liebe Freunde, wie die Damen so sind. Ne? Ne, wir Männer sind immer. Nee, mein Leben, aber. Vielleicht auch nur eher gesagt. Wer weiß, wenn der Todesengel wäre, wer weiß. Ja, stimmt auch. Ja. Wenn der erstmal da wäre, so real life, das wäre schon eingespitzelt. Ja, also ich. Ich denke, wäre auch schon irgendwie. Aber ich würde auch mein Leben geben, ja. Ohne Scheiß, ja. Weil wenn ich einmal sage, ey, ich liebe dich, dann liebe ich sie auch wirklich. Und egal, was ist so auch die Art, aber... Ja, dankeschön. Oh mein Gott! Wow! So, liebe Freunde, wir haben unsere nächste Passantin hier. Wir haben einmal die... Leonita. Und einmal die... Melis, super. Melis und Leonita. Darf ich das Video auch auf YouTube stellen? Ja? Ja. Okay. Ja. Alles klar, super. Seid ihr beide aus Mannheim? Nähe. Nähe Mannheim? Ja. Alles klar. Und du? Auch, super. Okay, dann hätte ich nur eine Frage an euch, ja? Was würdest du tun oder du oder sagen, wenn der Todesengel kommen würde und dich fragt, entweder dein Leben oder dein Freund sein Leben? Du hast die Auswahl. Freund? Was würdest du sagen? Genau. Du bist ja die TikTokerin, gell? Ja. Wie heißt... Komm mal her, ganz kurz. Ganz kurz. So, jawohl. Und wir haben einmal die junge, hübsche Dame hier. Wie heißt du denn? Melissa, du kommst aus? Mannheim, super, Melissa. So, Melissa, ich habe eine Frage, ja? Erstens, vergeben, Single, Freund? Glücklich Single. Jawohl, okay. Auch gut. Glücklich Single, jawohl. So. Achso, das ist meine Freundin. Ah, ist deine Freundin? Okay, also wir haben uns noch nicht geoutet, aber jetzt, danke. Jetzt, okay, ja. Dann würde ich sagen, viel Erfolg. Und zwar, meine Frage ist an dich, Melissa. Was würdest du sagen, wenn der Todesengel kommt und sagt, entweder dein Leben oder Leben von deinem Freund? Glaubst du wirklich an einen metaphysischen Todesengel? Also, glaubst du, dass es die gibt, oder? Dass die Todesengel gibt? Ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, es war jetzt... Ja, Mann. Das ist keine Metapher. Nein, um Gottes Willen, das interessiert mich wirklich sehr. Und aber dann aus dem christlichen Glauben? Oder? Generell, also ich bin zwar, ja gut, ich bin, also meine Religion ist Islam, ja, aber bin auch nicht so irgendwie jetzt zu, too much so, aber ich glaube schon an Tod, ich glaube an Paradies, an Hölle. Mashallah, Bruder! An Sünden, an... Gibt es im Islam einen? Ja, klar, okay. Der kommt und er nimmt dich, wenn die Zeitpunkt da ist.
Aber ich wünsche, wir sehen uns alle irgendwann im Paradies. Ja, besser so. Ne? Und machen dort Party. So ja. Ist schön. Ja, nee, ich bin so normal. Ja. Also ich sage immer wieder, leben und leben lassen. Und so, aber vielen lieben Dank, dass ihr mitgemacht habt. Dürfen wir das Video auch auf YouTube stellen? Ja, ja, habt mal Spaß. Ja? Okay. Ich heiße Jaman. Ja. Jaman, genau. Also bis hierher, so heißt mein YouTube-Kanal. Ja. Und ich mache Channel. Und ich mache das auch mit jedem. Und zwar, Jaman ist die Squad. Ich zähle bis drei und wir sagen alle drei zusammen, Jaman ist die Squad und schauen dabei in die Kamera. Alles klar. Alright? Nochmal nett. Okay. So, habt ihr aber, bevor wir das schon machen, hast du Insta? Ja. Soll mir vielleicht Insta sagen, vielleicht findest du auch irgendwo mal aus Insta eine. Passt schon, ich suche okay. Mal einfach. Ja? Du? Ich hab Twitter. Twitter? Oh, okay, ja, bin ich aber. Da bin ich eher so wegen Medien und so da. Ab und zu. Okay, so. 1, 2, 3. Entweder dein Leben wird der Todesengel nehmen oder dein Freund. Oder ach dein so, Ehemann. Mein Leben. Dein Leben würdest du sagen? Ja. Okay, Respekt. Und du? Ich auch, mein Leben. Echt? Mhm. Okay, Respekt. Ja, dann, ja, das war's eigentlich schon. Ist ja auch nicht Schlimmes, oder? So. Auf jeden Fall, das war's eigentlich schon mit der Frage. Tut mir aber eingefallen, ich mache das mit jedem. Ich zähle bis drei und wir sagen, Jaman is the squad. Okay? Und dabei in die Kamera gucken. Jaman? Wie? Jaman is the squad. Jaman is the squad. Is the squad. Ja, genau. Was für eine Landsfrau bist du, wenn ich schwanger? Albanerin. Mhm. Kosovo? Genau. Okay, mashallah. Ja, super. Und du? Türkin. Türkin, auch super. Okay, dann würde ich sagen, ich zähle bis drei, wir kommen näher zu mir. Nehmen. Ja. Warum von deinem Freund. Ernsthaft jetzt. Lass mich doch weiterleben, was willst du? Ja, ich sag, für mich macht es ja nichts aus. Der Todesengel kommt und der aber fragt bin ich dich. Dann nicht schon tot? Hä? Nein. Wenn der Todesengel du darfst ja noch entscheiden, bevor du stirbst, darfst du entscheiden. Okay. Also wie gesagt, ich ziehe mein Leben vor. Okay, ja. Der Arm ist voll enttäuscht gerade. Ja, ne. Es ist jetzt gerade ein bisschen überrascht, ja. Aber. Teilweise. Das wirst du erst sehen, wenn wir das Video fertiggestellt haben. Ja, okay. Ja? Also meine Antwort hast. Ja, deine Antwort haben wir auf jeden Fall. Und wie heißt du auf TikTok eigentlich? Muss ich werben? Ja, sag mal. Elli. Wie? M.Elli. Okay, M.Elli, liebe Freunde. Auch mal Werbung für mein Fahrrad. Genau, apropos, ganz kurz, Mo. Bleib auch hier, bleib da. Bleib da, ich brauch dich gleich. Mo, so, apropos, genau, du hast ja ein Fahrradgeschäft, gell? Miria Bike Center auf dem Lindenhof. Ja. Ihr könnt gerne alle vorbeikommen, wenn ihr Fahrräder habt. Wenn ihr Fahrräder braucht, E-Bike, Umbau, was ihr wollt. Jawohl. Tiefer gelegt, kriegen die Auspuff. Aber Porsche Panamera, der Hammer. 15.000 Euro im Monat. Danke, Mann. Die Gruppe ist das Geilste. Wenn die jetzt aus Jamana aus herkommen, gibt's auch 20%. Okay, also 20%, liebe Freunde, ja? Ganz einfach. Ihr müsst hinkommen, einfach sagen, viele Grüße von Jaman, 20% Rabatt. Ganz einfach. So, abgesehen davon, du machst ja auch Veranstaltungen, habe ich gesehen oder gehört. Ja, jeden zweiten Freitag im Monat im Shooter Stars. Jawohl. Ihr seid auch alle herzlich eingeladen. Okay. Und mit Jaman kriegt ihr freier Eintritt. Jawohl, so sieht's aus. Das wollte ich hören. Oh mein Gott! Wow! Jaman, vielen lieben Dank, Dankeschön. Ich danke dir. Und tu mir einen Gefallen, ich zähle bis drei. Wir sagen alle zusammen, alle gemeinsam, ja? Hier, so sieht's aus. Was sagen wir? Das hier. Jaman ist der Squad. Okay. Okay? Jaman ist der Squad. Come on. Ready? Let's go. 1, 2, 3. Türkisch Position. Anana sağa sola bakma. Havanı da atma. Kafamı da yorma. Kafana da takma. Sağ. Jetzt fragen wir mal den einen aus Footlooker, ja? Bruderherz, du stehst so cool da. Quasi so wie ich. Aber meine Frage wäre an dich, Bruder. Was würdest du sagen, wenn du eine Freundin hättest oder eine Frau, wenn der Todesengel kommt und fragt, entweder ich werde dein Leben nehmen oder Leben von deiner Frau. Was würdest du sagen? Ja, läuft. So, Repograf, auf jeden Fall kriegst du von mir, Bruder. Nur durch diesen Video, auf jeden Fall hole ich dir, einen Rolex, Bruder. Ich hole dir genau den Rolex für, ist zwar nicht viel, aber für 5.850 Euro, Bruder. Der gehört dir. Bruder, an diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Versprochen, hier in diesem Video.
Ja, wir sind ja so reich, ne? YouTuber sind ja so reich. So reich. Deswegen, du kriegst einen Rolex von mir. Repograf. Repograf in the house. Currywurst geht da. Das zusätzlich noch. Sana bir soru sorsam olur mu? Sor. Vallahi tamam. Ama yayına vermeyeceksin. Yok ama yayına vereceğim. Vallahi yayına. Şimdi kapıma var ya. Vallahi yayına. So, liebe Freunde, wir sind auch hier noch zusätzlich in Sonnenstudio G2. Wenn ihr in Mannheim seid oder wenn ihr aus Mannheim seid, ihr könnt gerne vorbeikommen. Wir sind in Sonnenstudio G2. Hier ist auch die Instagram-Seite. Die werden auch natürlich mit markiert. Und an der Stelle liebe Grüße an Safarabi. Und die Nermin Abla ist da. Die arbeitet. Und die ist eigentlich noch meistens hier, anstatt Safarabi. Ja? Aber ja, Nermin Abla. Ich habe eine Frage an dich. Ja? Meine erste Frage wäre, dürfen wir das Video auf YouTube verwenden? Ja. Dankeschön, vielen lieben Dank. Da du ja auch TikTokerin bist. Ne? Du machst ja auch TikTok und so. Ja? Auf jeden Fall, liebe Freunde, die werde ich auch später mit markieren. Ne? So, meine Frage wäre an dich. Ja. Was würdest du sagen, wenn der Todesengel kommt und dich fragt, entweder dein Leben nehmen oder ich nehme Leben von deinem Ehemann oder von deinem Freund oder von deinem Partner? Was würdest du sagen? Von meinem Ex-Mann. Von deinem Ex-Mann? Okay, warum? Nee, nicht. Okay, warte mal, wie lange wart ihr zusammen? 13 Jahre. 13 Jahre. Mhm. Okay, und ist ja auch dein Ex-Mann gewesen? Ex-Mann. Genau. Und deswegen, nur weil ihr auseinander gegangen seid, deswegen... Nein. Also... Aber ich brauche schon eine Antwort, entweder deins oder seins. Es gibt kein nicht Jein, sondern entweder dein Leben oder sein oder Leben. Sein Leben. Ich weiß es nicht, wer dran ist. Keine Ahnung. Nein, das ist ja uns klar, okay. Wer dran ist. Das ist ja Kader Kismet, diejenigen, dann die wohl sowas nicht Leben, wissen. Weil meine Tochter braucht mich. Okay, also das heißt, du würdest sagen, dann sein Leben. Sein Leben, so, weil meine Tochter mich wirklich braucht. Was ist aber, wenn der dasselbe sagt? Dann hat er Pech gehabt, wer dran ist, aber, geht er. Genau, und die Frage wäre dann halt, Todesengel, der kommt und fragt dich, nicht dann sage ich, gehen Sie erst zu meinem Ex-Mann. Okay. Also Ex-Mann, okay, ja. Dankeschön, das war's schon. Danke auch, dass du mitgemacht hast. Bitteschön. Wie heißt du eigentlich auf TikTok? Nermin Güler. Okay, Nermin Güler auf jeden Fall, liebe Freunde. Und allein Name sagt ja schon, Nermin Güler. So. Güner. Güner, also mit N. Ich werde sowieso markieren. So, auf jeden Fall, vielen lieben Dank, Nermin Abla. Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Und wenn Leute hierher kommen, Sonnenstudio, G2, kriegen die Rabatt, wenn die von Jahrmann herkommen, 10% Rabatt? Ja. Kann man machen, gell? Kann man machen. Alles klar, liebe Freunde, ihr habt es mitbekommen. Ihr müsst aber auch wirklich kommen und sagen... Sagen, dass ihr von Jahrmann kommt. Genau, das ist wichtig. Weil sonst ihr, nicht. Genau, sonst kriegen die keinen Prozent. Nein. Ja? Alles klar. Jahrmann, das war's dann auch. Und ich mach das mit jedem Nermin Abla. Okay. Ich zähle bis drei und wir sagen 1, 2, 3. Jahrmann. Jahrmann ist the Squad. Squad. Jawohl. Jahrmann ist the Squad. Jawohl, okay. Super. Wieder der Jahrmann ist the Squad. Jahrmann ist the Squad. Jahrmann ist the Squad. So, und auf jeden Fall, liebe Freunde, schaut mal das Wetter an. Ja, ich war ja vor 2 Wochen in Antalya, war 40 Grad, war geil. Aber ja, bald auch wieder. Aber schaut mal, extra das. Ich mache extra mit Repograf zusammen, nur für euch, liebe Freunde. Es regnet, es ist kalt und so weiter und so fort. Und dennoch drehen wir Videos. Und ich verspreche euch, egal was für ein Wetter wir haben, sei es Sturm, Donner, Mona, Blitz, alles Mögliche, es wird trotzdem Video gedreht. Bei mir auf meinem Kanal wird immer wieder Video gedreht. Das war's, Dankeschön. Vielen Dank. Jahrmann ist der Squad. 1, 2, 3. Jahrmann ist der Squad. Ja, ein bisschen lauter. Okay. 1, 2, 3. Jahrmann ist der Squad. Jawohl, das war's schon. Melissa, du auch. Melissa ist Sondergeld. Hatte, Melissa. So, nochmal. Okay, ich mach den Armband. 1, 2, 3. Jahrmann ist der Squad. Jawohl, das war's schon. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Jahrmann ist der Squad. Jawohl, super. Und jetzt sagst du ganz alleine? Jappmaja. Doch. Jahrmann Discord. Jawohl, vielen lieben Dank, Dankeschön. Discord oder Discord? Ja, Mann, ist Discord. Ah, ja, Mann, ja. Ist Discord. Jawohl, vielen lieben Dank, Dankeschön. Ja, Mann, ist Escort. Ja, Mann, ist Escort.
Ja, man ist Escort. Geht auch. Danke dir, danke euch. Vielen lieben Dank. Lasst euch schmecken und wir hören uns. Jawohl, Mama. Ciao, ciao. Tschüss. Let's go. Also, einen. Ja, Mann. Ist the squad. Jawohl. Und wieder. Ja, Mann. Ist the squad. Jawohl. So, jetzt zähle ich. Auf drei geht's los. Dann schauen wir beide in die Kamera und sagen, ja, Mann, ist the squad. Hammer? Okay. Bist du ready? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Ja, ja Mann, ist the squad. Jawohl, vielen lieben Dank. Dankeschön, das war's auch, liebe Freunde. Darf ich dich kurz was fragen? Ja, okay, hört. Zähne gitti, Zähne. Zähne gitti, Zähne. Var ya. Bunlar hep böyle ya. Ben anlamıyorum bu milleti. Ich telefoniere. I am sorry. Mesir korettim mi? Neredesin hani? Neredesin hani? Tamam ya. Arkadaşlar, liebe Freunde, manchmal kommen so irgendwelche Sachen bei mir. Da mache ich es halt einfach. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe so diese Verlangen zu tanzen zum Beispiel gerade. Dann tanze ich. Wenn ich diesen Verlangen nach Ja, Mann! Habe, dann habe ich nach Verlangen Ja, Mann. Wisst ihr, was ich meine? Aber so läuft das halt ab. Man soll so sein, so wie man ist. Ganz einfach. Der Pokraf, komm her jetzt. Let's go. Komm her. Komm her. Komm her, Baby. Jawohl. Okay. Lino? Okay, also du meinst, er soll einfach das Leben von deiner Frau nehmen, oder wie? Ja, das war die Antwort. Also schon.